Mission Rot, zweiter Teil. Und dann, weckt euch auch dieser Knappe. Früh am Morgen. Ihr seid noch, extrem verschlafen, weil er eben nicht so viel Schlaf hatte, wie ihr hofft. Und, sagt er, los, Kofrid wartet schon draußen. Ja. Dann uns sputen. Okay, also alles ist bereit, bloß ihr werdet dann etwas verzögert, weil leider der Falco ziemlich lange braucht, um seinen Herrn in seine Rüstung zu kleiden. Fatale Rüstung, hoffentlich für den. Dieser Ausdruck, der kann einfach vom Boot fallen auf dem Rückweg, weil er irgendwie unliebsam ist. Das wäre natürlich unglücklich. Ja, und so steht sie dann etwas später als geplant. Es ist schon schon beinahe hell an einem kleinen Steg, wo der Fischer sein Boot gerade losbindet. Passt, und schauen wir, dass wir so schnell wie möglich weiterkommen. Ja. Eventuell nochmal ein bisschen in der Gruppe herumfragen, was das für Affen sein sollten. Ob da irgendwer was von den Gefährten genaueres weiß drüber? Der Runfried, der kommt ja aus der Gegend. Kann ich sagen, die Fischer erzählen sich hier die wildesten Geschichten von irgendwelchen Affen oder Riesenaffen oder Ogern oder sonstigen Monstern, die hier auf der Insel hausen sollen. Naja, ich habe das immer für Seemannsgarn gehalten. Ihr wisst ja, diese Fischer sind Angsthasen. Ein echter Ritter lässt sich von sowas nicht schrecken. Aber, nachdem was Galotta jetzt mit den Ogern angestellt hat, bin ich mir nicht mehr so sicher. Kann schon sein, dass da auch wirklich gefährliche Wesen hausen auf dieser Insel. Das wird wenigstens interessant. Es hat sich auch, das bestimmt, es hat sich auch noch niemand eben draufgetraut nach dieser ersten Heldengruppe, die behauptet haben, dass Galotta tot sei, aber das nicht beweisen konnten. Das waren mutige Recken. Und jetzt ist halt hier, habt ihr es ja gesehen, der Abschaum zurückgeblieben. Keiner von denen hat den Schneid, auf eigene Faust diese Insel zu erkunden. Die warten alle auf die Kaiserlichen und hoffen, dass Galotta irgendwo anders ist, wo man ihn leichter fangen kann. Dass er sich noch irgendwo hier im Schilf, am Ufer verbirgt oder in den Wäldchen. Oder vielleicht schon weiter gereist ist Richtung Osten oder Süden. Nach Westen, nach Gareth wird er aber nicht zurückreisen. Ja, dann schauen wir mal auf die Insel, was da so geboten ist. Ja, ihr könnt mal eine Aufmerksamkeitsprobe machen. Das wäre also eine Intuitionsprobe. 3, also wäre dann Wert 4. Okay, 4, ja, geschafft. Also dir fällt auf, dass da auf der anderen Seite vom Steg sieht so aus, als ob da normalerweise auch ein Boot ist, das aber anscheinend gerade nicht da ist. Während ansonsten anscheinend gerade alle Boote da vertreut liegen. Ist schon jemand zuvorgekommen. Ja, der Fischer sagt, das Boot vom Braske, ich weiß nicht, warum er eigentlich, mit den ganzen Geschichten, Galotta hat sich eigentlich die letzten Tage keiner der Fischer auf den See rausgetraut. Ich weiß nicht, warum Braske rausgefahren ist, noch dazu so früh. Also, ich wäre ja auch nicht rausgefahren, aber
Er hat mich überzeugt und er fasst sich an seinen prall gefüllten Geldbeutel. Aber ja, Praskio muss offenbar auch rausgefahren sein. Naja, vielleicht geht er wieder fischen. Na ja, gut, dann halten wir mal die Augen offen am zweiten Schiff. Oder Boot. Ja. Und dann, ja genau, könnt ihr, also der Fischer gibt euch auch noch ein paar Paddel, dass ihr mitrudern könnt, dass es schneller geht. Und dann seid ihr auf dem Weg in Richtung der Insel. Und ihr könnt schon bald aus der Ferne dann, es ist ein bisschen Nebel verhangen, die Insel, aber oben, sobald dann die Sonne über den Horizont kommt, könnt ihr dann aus dem Nebel so einen finsteren Turm ragen sehen. Eine Art Magierturm. Aber ansonsten die restliche Insel, der Nebel scheint sich da zäh zu halten, kaum aufzulösen. Und je näher er kommt, desto unheimlicher erscheint auch die ganze Geschichte. Und der Fischer fragt nochmal, ob ihr wirklich da hin wollt oder ob ihr nicht umkehren wollt. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Gibt es da mehrere Antaupunkte oder gibt es da nur einen Punkt, wo man anlegen kann auf der Insel? Das weiß ich nicht. Ich war noch nie auf der Insel, weil, naja, die es versucht haben, die sind nicht zurückgekommen. Aber gut, ich lasse euch halt hier irgendwo an der flachen Stelle raus. Naja, okay. Dann ja, wird er warten oder kommt er später zurück? Oder ich hole uns später wieder. Kommt doch an, wie viel sie ihm gegeben hat. Der kommt später wieder, oder? Weil direkt dort bleiben, das... Naja, das ist es ein Fluchtboot sammeln Zeit, ist schon praktisch. Ach so. Dass wir das Geld investiert haben. Andererseits könnte dann der Ritter gegebenenfalls früher abhauen. Mhm. Naja, dann holt er uns lieber später wieder. Ja. Also gut, dann komme ich... Wann soll ich zurückkommen? Kann man sich da Lichtzeichen geben, irgendwie übers Wasser drüber? Ja, als Magier sollte das drin sein. Ja, dann schicke ich ihm ein Lichtzeichen. Vielleicht sollte er nicht zurück ans Ufer rudern, sondern sich in der Nähe aufhalten. Okay, gut. Aber nicht direkt am Ufer, falls dass er nicht irgendwie überfallen werden kann oder so. Ja, keine Sorge, da direkt am Ufer würde ich nicht warten. Ja. Dem, was man sich erzählt von dieser Insel, na gut. Dann wird er, genau, also ihr findet also irgendwie so eine kiesige Bucht oder wo man nicht an der Klippe zerschellt, sondern einigermaßen anlanden kann. Und würde euch dann ja rauslassen, sodass ihr durchs seichte Wasser am Ufer warten könnt. Ja. Okay, dann würde ich mich mal umschauen, ob man so irgendwelche Spuren sieht, ob da noch irgendwer anders gelandet ist. Ja, ich würde mal den Nebel und die Insel an sich untersuchen, ob irgendwelche Zauber drauf liegen, vor denen man... Ja. Immer achten sollte. Dann kannst du mal eine Zaubereiprobe auf. Ja, mal Klugheit mit. Da reicht dir eine leichte Probe. Ja. Nämlich die Zweierkarte. Also dann. Schafft. Okay. Das heißt, da bist du. Ja, du bist. Es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass da. Dass der Nebel nicht natürlich ist, sondern. Dass da irgendeine Art permanenter Zauber drauf liegt, der den Nebel hier hindert, von der Insel wegzuziehen. Und ja, du kannst vielleicht auch vermuten, dass das kein, also zumindest kein dir bekannter gildenmagischer Zauber ist. Mhm. Ja. Aber scheint er gefährlich an sich?
Der Nebel ist scheinbar ungefährlich, also der okay, verhindert die Sicht. Was er verbirgt. Oder kann ich einen Zauber wirken, dass ich durchschauen kann durch den Nebel? Trotz Nebel. Sieht, wo der Turm überhaupt ist und sowas. Horfried und der Ritter und sein Knappe stehen ein bisschen verunsichert am Ufer rum. Scheinen nicht ganz zu wissen, was sie machen sollen. Genau, ich würde die Umgebung absuchen, ob man da irgendwelche Spuren sieht von irgendwas. Ja, dann lass mir auch eine schwere Probe geben. Eine schwere Probe auf was, wenn ich das geschickt absuche? Ja, dann machen wir Klugheit. Genau, ob man da irgendwas erkennt. Eine schwere Probe. Ja, ich würde trotzdem bei einer 3 bleiben. Jo, alles klar. Dann kriegst du eine 6, nicht gelungen. Du kannst leider nichts erkennen. In diesem verdammten Nebel ist alles verborgen und ja, da läufst du ein bisschen rum, aber kannst im Moment nichts erkennen, außer ja, gelegentlich vielleicht aus dem Landesinneren ein paar unheimliche Geräusche, wie von irgendwelchen großen Tieren, die dich dann schnell wieder von deiner Suche abhalten. Und du wirst vielleicht doch lieber nicht zu weit von den anderen weggehen, deswegen findest du nichts. Ja. Dann darf mal der Magier seine Zauber wirken. Genau, aber wir, oder? Würde ich eine 4 setzen. Jo. Plus Klugheit, oder? Ja. Jo. 7. Also leider sind die Nebel. Ja, scheint irgendwie kein profaner Nebel zu sein, sodass dein magisches Auge da hängen bleibt und nicht vernünftig durchziehen kann. Das ist doch eine mächtigere Magie als angenommen. Okay, ich will es nicht wiederholen. Ja, was verstehen wir jetzt rum? Jetzt los! Da vorne, da war doch der Turm. Jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen, aber der Korfried ist etwas ungeduldig. Ja, würde ich sagen, brechen wir auf. In den Nebel hinein. Stets wachsam. Ja, also die Geräusche werden immer unheimlicher. Also da reintreten, gibt da ziemlich dichtes Unterholz, es ist ja Sommer. Also alle möglichen Brombeerranken und Sträucher, Bäume, auch viele Pflanzen, die du vielleicht eigentlich eher aus dem Süden kennst, oder die eher aus Arkan aus dem tiefen Süden kennt, die da anscheinend jetzt heimisch geworden sind auf dieser seltsamen, verfluchten Insel. Und eindeutig, was du jetzt hören kannst, ist Affengebrüll. Aber, ja, ein unglaublich lautes, tiefes Gebrüll. Und immer wieder auch irgendwelche Geräusche im Geäst über euch, die eigentlich viel zu laut sind für was du von Affen kennst, die da im Geäst herumtoben. Sollten wir da eher zusammenbleiben oder eher ein bisschen verstreuen? Ja, ich würde vielleicht eher zusammenbleiben. Kann man irgendwie einen Weg erkennen, wo man sagt, ja, das ist einfach, oder da kann man am besten durchkommen. Weg gibt's kaum, es ist eher dichtes Gestrüpp, vielleicht eher so wie Tierpfade, aber es gibt keinen Weg, wo irgendwie Menschen regelmäßig gehen würden. Okay. Und plötzlich hört sie einen Ruf und dann ein Surren. Und dann seht ihr, dass Falco den Pfeil auf irgendwas abgeschossen hat. Gerade sein Bogen wieder senkt. Was war das? Da war ein großes Tier, irgendein Affe oder so. Der ist da in den Baum hochgeflitzt. Und ihr hört es jetzt auch langsam bedrohlich näher kommen. Affenartiges Grunzen. Und Runfried ist das, Falco, steck den Bogen weg, ja. Du hast sie wahrscheinlich noch auf uns aufmerksam gemacht. Oh. Und
dann seht ihr sie schon auf euch zukommen. Diese übermenschengroßen Affen, auf allen Vieren laufend, sich von den Bäumen schwingend. Es scheinen also mehrere zu sein, die jetzt von allen Seiten über euch herfallen. Was könnte man da machen? Ich könnte einen Zand beschwören. Oh. Oh, ich will vielleicht, ja, ich will vielleicht tatsächlich einen Dämon beschwören. Okay, ja. Auf den erwittert Wumpenbold. Und nicht, wenn ich da verlassen kann. Ja, also das ist tatsächlich wie wie Runfried sein Schwert zieht und allerdings etwas zurückweicht und sein Knappe ebenso, die scheinen eher in der Defensive zu sein. Wie ist es mit meiner Begleitung? Ja, Corfried ist sehr begeistert. Corfried schwingt seinen Zweihänder und schreit und lacht und wirft sich dem ersten Affen entgegen. Ich versuche da den Corfried gleich zu unterstützen und versuche mich dem Affen, auf den er sich da stürzt, von hinten zu nähern und dann in die in seine ungeschützte Flanke da zu fallen. Ja, kannst mir mal einen mittleren einen schwierigen Wurf werfen tatsächlich, um an die Affen gut ranzukommen. Wie viele Affen sind es noch? Also ich würde sagen, wir machen jetzt einen Wurf für die ganzen Konflikte, also jeder kriegt einen Wurf. Achso, okay. Das ist ein schwieriger Konflikt. Ja. Wenn ihr beide Erfolg habt, dann habt ihr gewonnen. Wenn einer Erfolg hat, dann ja, mit Abstrichen gewonnen. Wenn ihr beide versagt, dann war das ein Fehlschlag. Dann investiere ich da meine 5 mit Kraft oder Geschick. Eine 3? Ah ja, dann hast du es geschafft. Okay. Und Ludwig, du wirst einen Dämon beschwören. Du kannst mir auch mal einen schweren ich würde tatsächlich die 5 setzen. Dann hätte ich jetzt 7. Ah, okay. Ja. Sehr gut. Also ein voller Erfolg. Ihr könnt beschreiben, wie ihr die Affen vernichtet. Ja, also eben, ich nutze das, dass der Holfried die Affen entsprechend immer ablenkt. Und während die dann auf ihn losgehen, verpasse ich ihnen dann entsprechend mit meinem langen Messer einen Stoß in die Seite, das ins Herz, dass die dann so schnell wie möglich verbluten und sterben. Ja. Und da sind wir eigentlich ein ganz gutes Tech-Team hier. Ja, sehr gut. Die Affen stürzen sich auf den Corfried, der offenbar die größte Bedrohung ist und merken nicht, wie sie von hinten der Tod ereilt. Ja, ja. Mit den Runfried und seinen Knappen zurufen oder befehlen, dass sie mich decken, werde dann hinter der Deckung von den beiden oder die Verablenkung so einen Zand schwören. Der dann über die zwei Ritter hinweg springen wird auf die Affen und kurz einen Prozess mit ihnen machen wird. Und so sind dann am Ende endlich jetzt zerfleischte Affen. Wahrscheinlich ein entsetzter Ritter. Oh, was war das? Ein Dämon! Oh. Also der Ritter ist sehr, sehr erschreckt. Während der Corfried sich eigentlich sofort mit dem Zweihänder sich den Dämon zuwendet und auch versucht, ihn anzugreifen.
ich versuche ihn davon abzuhalten und ihn zu überzeugen, dass man das nicht so eng sehen muss. Ich versuche den Zahn zurückzurufen. Also den. Das ja, ist also ein schreckliches Blutbad. Überall sind also Fleischteile in Geäst hängen und giftgrüne Flüssigkeit, die aus dem Dämon selber ausgetreten ist, als die Affen da reingebissen haben und ja, ein ekelhaftes Gemetzel. Ja, also wenn der Holfried? Nein, wir vielleicht dem. Ja, ist die Frage, wie erschüttert der Ritter ist. Je nachdem würde ich ihn vielleicht beschwichtigen, dass meine Elementarbeschwörung missglückt ist auf dieser verfluchten Insel. Okay. Ah, ja, der Ritter ist ziemlich erschüttert, aber du bist vom Fach, also mit einer mittleren Charisma-Probe lässt es sich vielleicht nochmal überzeugen. Ich nehme nur die 1, sondern ich wert 4. Ja, okay, also er beruhigt sich ein bisschen. Und, bei den 12, tut das nicht mehr. Zaubert besser nicht auf dieser Insel. Der war direkt aus den Niederhöllen. Ja, ich hoffe, dass es nicht mehr notwendig sein wird. Also, entsetzlich, dieser Ort hier. Ja, der Korfried ist, ist der Dämon dann. Also, du hast ihn da zurückgerufen, dass der Kampf konnte sich nicht entfalten, aber der Korfried mustert dich ziemlich misstrauisch. Na, okay, dann würde ich, ich sagen, ja, lasst uns schnell weiter zum Turm vorstoßen, bevor noch weitere von diesen Viechern hier ankommen. Ja, also ihr könnt es also ohne weitere Belästigungen dann zum Turm schaffen. Nach einigem Suchen, ja. Ihr müsst eigentlich immer nur den Hang hochkommen, dann kommt man zum Turm. Also nur wenige, ja, vielleicht 100 Schritt, 1, 200 Schritt. Und könnt dann sehen, die Tür steht sperrangelweit offen. Es hieß ja, dass Galotta vom Turm gesprungen sei. Aber man findet nirgendwo, ja, eine Leiche oder Blutspritzer oder dergleichen unten. Also wie nah ist denn der Wald da? Dann, also, wie weit ist es zwischen Turm und den ersten Bäumen? Vielleicht 10, 15 Schritt, ja. Okay, ja. Also, dass man zwischen den Bäumen, dass er zwischen den Bäumen irgendwas versteckt hat oder so, dass er da irgendwie landen kann, eher unwahrscheinlich. Ja, er wird nicht zu viel auf die Geschichte von Helden geben. Ja, also die Tür ist offen oder hängt sogar schief in den Angeln, also es scheint, dass die Tür mit Gewalt geöffnet worden wäre. Und es liegen irgendwelche Sachen verstreut auch bei der Tür. Aber das sind ja auch die anderen nur auf der Insel wahrscheinlich, dass die hier schon angekommen sind. Sollten wir ihnen nach oder dann erstmal heraus warten und ihnen irgendwie hier heraus eine Falle stellen? Ja, aber es ist ja nur die eigene Tür, oder? Sonst können wir ja den Falco draußen stehen lassen, der kann ausschalten, aber aus dem Fenster rausfliegt. Ja, würde machen. Der Falco liegt also, steht nervös da, legt einen Pfeil auf die Sehne und zielt auf die irgendwelche Fensteröffnungen. Ja, dann sage ich ihm halt so, ja, Falco, du kannst ja Ausschau halten. Falls Galotta wieder aus dem Fenster fliegt über den letzten Helden. Ja, gewiss. Gewiss, Herr. Und ja, dann würde ich zum Ritter, würde ich sagen. Bitte Rufried. Ja, wie sieht's aus? Geht ihr voran? Ich lasse euch gerne den Vortritt, Magister. Ihr kennt euch aus in magischen Dingen. Ja, dann
würde ich halt vorausgehen. Hineinspähen an der Tür vorbei. Ja, das sollte ich vorausgehen. Also ich habe halt zumindest Nahkampfwaffen, aber bin jetzt auch nicht so mega gerüstet. Naja, wenn es ruhig ist im Turm, dann kann ich eher fallen oder das Problem als irgendwelche Gegner. Ja, also die erste, dass du die Tür trittst ins Dämmerlicht des Turms, musst du kurz einen Schreckensschrei unterdrücken, weil du fast auf die grässlich zugerichtete Leiche einer Elfe steigst. Boah. In schwarzen Flecken aus getrocknetem Blut liegt. Ja, du verscheuchst einige Fliegen, die von dem Körper auffliegen, als du da hereintrittst. Und dann riechst du auch den schon leicht süßlichen Geruch, dass die Verwesung hat schon angefangen. War schon länger als heute quasi. Ja. Ja, wir haben bisher keine Spur gesehen, dass jemand vor uns gelandet wäre, oder? Von dem zweiten Fischer. Ja, zumindest nicht in der Bucht. Also ja, ihr habt ja nicht viel gesehen. Ja. Aber die Tür ist ja schon so offen. Deshalb habe ich jetzt gedacht, dass es von der Gruppe sein könnte. Ja, also diese Elfe ist auf jeden Fall schon mehr als einen Tag tot. Also. Aber auch noch nicht so lang. Also ja, sind doch schon mehr auf die Idee gekommen. Wir müssen vorsichtig sein. Sieht die so aus, als wäre sie von dem Affen zugerichtet worden? Oder von was anderem? Ja, das sind Schwertstreiche. Schwertstreiche? Ja, teilt sich ja einmal mit euch hier, die sind irgendwer zugerichtet. Aber es scheinen nicht die Affen gewesen zu sein. Muss vorsichtig sein. Oder noch vorsichtiger. Vielleicht sollte ein Krieger voranschreiten. Ja, Corfried erklärt sich bereit. Ja, dann schicke ich den Corfried voran. Tapp die Wendeltreppe hoch. Und da ist noch eine. Also ein ähnliches Bild. Die Leiche von der Elfe, diesmal anscheinend ja, fast nackt, also ob man das Gewand auch noch gestohlen hätte, liegt da wieder in ihrem Blut niedergemetzelt. Anscheinend, also liegt auf dem Bauch, also möglicherweise von hinten niedergemacht. Und ansonsten, ja, die ganze Einrichtung ist halt ja verwüstet. Die Regale, die Glasbehälter zertrümmert, Regale leer. Dann im nächsten Stock, der ist ziemlich ausgebrannt, haben anscheinend die Bücher, es werden noch ein paar verkohlte Seiten, die Bücher verbrannt, was dir beinahe ein paar Tränen ins Auge schießen lässt. Die Privatbibliothek eines der größten Magier Aventuriens einfach so verbrannt hat. Ja, dann kommt es schließlich im allerobersten Stockwerk am Dach des Turmes, wo eine Art Apparatur ist, eine Art Verankerung, wo man irgendwas rausgerissen hat, und auch da liegt wieder eine tote Elfe, wieder von Waffen, Schwertstichen oder verletzt, ihr Gesicht etwas eingedrückt, wie von einem Streitkolbenhieb. Waren in Totenhofen viele Elfen? Nee. Aber sind es normale Elfen oder irgendwie dunkle Elfen oder sowas? Ja, es sind normale Elfen. Okay. Und dann der Ritter murmelt, die Diener des Magiers, die Diener des Galottas seien Elfen gewesen. Da ist also doch was dran. Das würde die Verletzungen erklären. Wenn hier eine Heldengruppe vor uns war, die Elfen brutal abgeschlachtet hat. Ja. Ist da im obersten Raum ein Fenster, wo man rausspringen könnte? Also groß genug Fenster. Ist wie so eine Art Balkon oder eine Galerie. Also das ist einfach auf dem Dach des Turms quasi. So ah, okay. Flach gemauert, wo diese Apparatur verankert war. Mhm. Und da kann man einfach, also es muss eine niedrige Brüstung, da kann man einfach mit einem Platz drüber springen. Ne? Ja. Kann man irgendwie erkennen, was das für eine Apparatur war? Da kannst du mal eine Klugheitsprobe würfeln.
schwierige Klugheitsprobe. Eine schwierige. Für dich schwierig. Für dich schwierig. Für den Magier ist sie im Mittel. Weil er sowas vielleicht mal gesehen hat. Okay. Ja, dann nehme ich da die Null. Und was hast du dann für einen Wert? Ne, eins. Ah, okay, dann hast du es geschafft. Also dann, Nice. Also du hast das anscheinend schon mal gesehen, wahrscheinlich bei deinem finsteren Kollegen oder ja, dem finsteren Auftraggeber. Das scheint so eine Art bronzene Halterung gewesen zu sein, wo man irgendein Artefakt eingeklemmt hat. Und du hast schon mal gerüchteweise gehört, zum Beispiel von den schwarzen Augen, dass man so eine Art schwarze Kristalle, wo man in die Ferne blicken kann oder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und okay. Nach sowas könnte da gehangen sein, wurde aber entfernt. Der Magier kann sich vielleicht auch erinnern, was eben die Auftraggeber in Brabak gesagt haben, dass der Galotta im Besitz des Ugra-Auges ist, also ein schwarzes Auge, mit dem er versucht, die Ugra zu kontrollieren. Kann man als Heldentruppe mit dem schwarzen Auge was anfangen? Ja, das ist unfassbar wertvoll. Ja, ich wollte jetzt nur einschätzen, ob das dann die Helden mitgenommen haben könnten oder ob das dann dafür spricht, dass das der Zauberer dann irgendwie nur gerettet hat. Es wurde mit Gewalt entfernt. Die Elfen sind abgeschlachtet worden und das Auge entfernt, aber das spricht dafür, dass Galotta nicht mehr da ist selber. Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass der Turm trotzdem noch bewohnt ist? Ja, schaut euch mal um. Macht mal eine Intuitionsprobe. Schwierigkeit Mittel. Okay, ich würde 3er nehmen, dann habe ich jetzt 4. Ja, du kannst erkennen, also in der Asche zum Beispiel sind Fußspuren, die ja durch den Raum führen und hochgehen. Und also es muss also jemand deutlich nachdem dieser ganze Raum abgefackelt wurde, nochmal da reingegangen sein, zum Beispiel. Soll ich das einfach mal finden? Und zwar etliche Fußspuren. Etliche verschiedene, oder? Ja, etliche verschiedene. Okay. Und es liegen auch in der Asche dann wieder ein paar Gegenstände, die nicht verbrannt sind, die man anscheinend vielleicht von einem anderen Raum da irgendwie hingeschmissen hat. Oder also es sieht insgesamt so aus, ob sich dann nach dem Brand, wahrscheinlich auch nach dem Morden, dann nochmal jemand zu schaffen gemacht hat, wenn man es nicht sagt. Ist die Frage, ob das die anderen Helden waren oder gibt es nur irgendwelche anderen Türen? Also ich würde irgendwie nur die anderen Räume ein bisschen untersuchen, ob es da nur irgendwelche Geheimtüren gibt oder so. Kannst du machen. Ist eine sehr schwere Tür. D10. Okay, dann investiere ich da die 4. Dann bin ich bei 5 insgesamt. Oh. Na. Die Geheimtür ist leider zu gut verborgen. Ja. Aber das spricht ja dafür, dass es eine gibt. Ja, ich würde nochmal von dem Balkon runterschauen, ob man da irgendwie vielleicht doch was dran sein kann, dass er darüber geflogen ist. Machen wir eine leichte Klugheitsprobe. Eine sehr leichte Klugheitsprobe. Ja, okay, eine sehr leichte schaffe ich automatisch. Okay. Ja, dann fällt dir auf, okay, der mächtigste Magier, oder vielleicht der mächtigste Gildenmagier Aventuriens, ja, kann doch bestimmt auch auf magischen Wege sich auch aus dem Turm entfernen. Ah, ja, stimmt. Es sei denn, seine ganze Kraft war aufgebraucht.
Kann man von solchen Zaubern irgendwie nur Spuren nachweisen? Das wird sehr schwierig, nachdem schon mehrere Tage vergangen sind. Okay, ja, war jetzt nur eine so eine Frage. Man kann versuchen, ja. Kann versuchen, ob man in der Matrix noch irgendwelche Reste findet. Ja, dann untersuche ich das mal. Ich habe jetzt wieder alle Karten. Moment. Wie schwierig wäre das? Ja, es wäre wieder sehr schwer, um da noch. Ja, komm, ich setze die 5. Dann habe ich 7. Okay, geschafft. Ja, also. Ach, yes. Du kannst ganz schwach nur den Nachhall von einiger Magie spüren. Und zwar, also, als allererstes Mal findest du Hellsichtmagie, ähnlich derer, die du gerade einsetzt. Die hier erst vor sehr kurzer Zeit, wahrscheinlich vor höchstens 1-2 Stunden gewirkt wurde. 2 Stunden? Da kannst du sogar so deutlich spüren. Und ganz schwach dahinter kannst du dämonische Magie, Schadenszauber, Elfenmagie wurde auch gewirkt. Ein Rest von Bewegungsmagie möglicherweise. Also alle möglichen magischen Spuren finden. Die allerdings schon einige Zeit her sind, wahrscheinlich mehrere Tage. Okay, das heißt, jemand war kurz vor uns da und hat im Prinzip das gleiche untersucht. Na, vielleicht hätte ich doch mit an den Weißmagier halten sollen, der in der Taverne war. Aber wie könnten wir jetzt rausfinden, wo die nächste Spur ist? Gibt es irgendwo eine Pinnwand? Wo dann? Jemand ist uns vorgekommen. Jemand war vor kurzem hier. Heißt aber, das würde passen, dass hier eine Heldengruppe war, die Elfen abgeschlachtet hat, Galotta geflohen ist und jetzt am Frühs noch die zweite Gruppe mit dem Magier hier war und im Prinzip das gleiche versucht hat wie wir. Gibt es irgendwelche Portale auf der Insel oder so? Weil er hat sich ja anscheinend nur in den Wald runter teleportiert. Also hört sich jetzt so an. Aber wie ist er dann von der Insel runtergekommen? Gibt es denn da irgendwelche Portale oder so? Weil ich weiß nicht, ob der so ein Arrangement mit so einem Fischer gehabt hat. Ja, ich würde dann vom Turm wieder runtergehen und ein bisschen im Wald rund um den Turm herum schauen, was da so auffindbar ist an Spuren. Gib mir mal eine leichte Probe. Ja, willst du eher dich im Gestrüpp rumschlagen oder eher in der unmittelbaren Umgebung des Turms? Ja, schon ein bisschen im Gestrüpp. Also gerade eben zum Sehen, was man da in den Bäumen so an Spuren sieht oder so. Dann kannst du mir mal eine Geschicksprobe geben. Ja, dann nehme ich die 1 und habe Geschick 2. Also. Ist bestanden. Das heißt, du kannst nach kurzem Suchen einen toten Affen, aus dem immer noch das Blut tropft, der da irgendwo im Gebüsch liegt. Offenbar vor kurzem getötet wurde. Also siehst du, dass in dem 2 Armbrustbolzen stecken und ansonsten auch noch irgendwelche Wunden von scharfen Waffen. Ja, ich will jetzt nicht so rumschreien. Arkan, kommst du sowieso runter oder? Ich schaue mich doch um, ob ich irgendwelche Schriften überlebt habe, die ich vielleicht einstecken kann. Ja, aber dann würde ich auch mit den anderen. Ja, für den Fate-Punkt kannst du vielleicht ein paar persönliche Aufzeichnungen des großen Galottas noch irgendwo entdecken. Oh ja. Der Fate-Punkt wäre die höchste Karte. Oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich gebe eine 4 ab. Ja, dann findest du ein paar handschriftliche Aufzeichnungen von Notizen zu Versuchen, die er mit dem Ogerauge gemacht hat. Verschiedene Experimente, die er hier im Turm im Ochsenwassersee
dann veranstaltet hat. Dann auch ja, Beeinflussung dieser Affen und so weiter, die sich eigens da herangeschafft hat. Ja, die stecke ich ein. Wenn wir so meine Bekanntheit und mein Ansehen deutlich steigern, wenn ich die über die Abhandlung veröffentlichen kann. Ja, also der Azrael deutet jetzt da ins Gestrüpp und sagt, dass da, also kannst du auch sehen, da liegt ein erschlagener Affe. Wo das Blut noch rot und frisch dranhängt und runtertropft. Mhm. Dann würde ich da in die Richtung weiterschauen, oder? Ja, schauen wir, dass wir der Spur folgen. Eventuell sieht man im Unterholz auch noch ein bisschen umgeknickte Äste oder sowas. Da hast du plötzlich ein Wimmern. Nein, ich weiß es nicht. Okay, wenn wir, gebe ich einen anderen Handzeichen, still zu sein und leise sich zu nähern.